Hey, yo, Leute, Montag, ich werde jetzt hier vorne das Brett reinmachen, dazu den Monitor, habe ich schon eingesetzt gehabt. Und ja, was passiert, wenn der Schreiner was gemacht hat, was für ein Mechaniker ist, für ein Metaller? Na, ganz einfach, der Metaller kriegt so einen dicken Hals, weil der Schreiner nimmt einen Meter Stab, hält ihn fest und sieht so wie Linie. Der Metaller macht sich einen Anschlag, dass der Meterstab vielleicht nicht verrutschen kann und zieht dann die Linie, dass es genau ist. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hasse den Schreiner. Ich muss hier noch ein Blechle unterlegen. Eventuell drüben auch. Vielleicht auch hier zwei, das weiß ich noch nicht. Einfach, dass man der Monitor nicht über den, nee, dass der Rahmen nicht über den Monitor drüber steht. Ich will das sauber eben haben. Naja, kriege ich noch hin. Und auch den Rahmen habe ich gerade noch mit einem Schwimmschleifer bearbeitet. Einfach, dass er leichter drauf und runter geht, weil dieses ging mir auch mächtig auf den Keks. Gut, Leute. Ich spiele mich hier jetzt noch mit Plättchen ab, um das auszugleichen, das Spiel. Weil beim Schreiner fängt das Spiel erst bei einem Meter an oder bei einem halben. Aber egal, das kriegt man jetzt alles hin. Froh bin ich trotzdem, dass er es mir gemacht hat. Auch wenn mich die Rein- und Rausschrauberei von den Brettern nervt. Es ist jetzt mal so. So. Hier wird noch Blatt Papier ausreichen, wenn ich unterlege. Da können wir es jetzt lassen. Also hier lege ich noch ein ganz klein bisschen unter und dann ist gut. Dann kann ich endlich das Brett da unten machen. Ja. Das passt jetzt alles soweit. Also ja, so lasse ich das. Gefällt mir ganz gut. Und jetzt habe ich das Brett hier schon ausgemessen. Vorne sieht man das überhaupt? Nein. Hier vorne das Brett ausgemessen. 8,5 cm und das säge ich mal jetzt zurecht. Da drüben. Ja, Leute, ich habe in den letzten Monaten ein bisschen Werkzeug wieder zusammengetragen. Selber gekauft. Also von den ganzen Werkzeugraffel ist alles zu 100% selber gekauft. So. Da war ein Anschlag dabei. Das Ding habe ich selber auch noch nie in Benutzung gehabt. Geh raus. Muss ich also jetzt selber erst gucken, wie das funktioniert. Ah ja. Okay. Ja. Ganz genau. So. Halb ist exakt 8,5. Jetzt ist das wieder im Weg. Ach Menno.
wenn sich einer fragt, für was brauche ich das Teil, ich habe es mir extra gekauft, um Deckenpaneele an der Decke zuzuschneiden, um das ganz genau einzustellen, um einen sauberen, ganz dünnen Schnitt zu kriegen, dass es nicht auffällt. Ja, wir haben da die Transformatoren unter der Decke liegen, da muss ich hin, damit ich die Transformatoren rausschmeißen kann und ja, LED-Beleuchtung mehr machen kann. Gut, dann schleife ich noch die Breite ein klein bisschen ab mit dem Schwimmschleifer, dass das leichter reingeht und dann geht's weiter. Ziemlich exakt so soll das dann hier reinkommen. Also hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Spiel links rechts, muss das also nicht so neu klemmen. Ja, von unten ist eigentlich die Kante von dem Ding schon der Anschlag, das weiß ich schon. Gut, dann schaue ich mal, dass ich mal hier jetzt noch Hölzer zurechtsäge, die ich da hinspacke, wo das dann aufliegt. Und das Ganze dann mit diesem Magnetzeugsel versehe, dass das dann auch hält. Ja, wie das genau funktioniert, habe ich noch keinen so genauen Plan, aber ich mache jetzt einfach mal. Links und rechts die Leisten reingeschraubt und so kommt es jetzt hier drauf, wird mit Magneten gehalten und ja, hier habe ich schon angezeichnet. Ja, dann gucke ich mal, wie ich die Magnete reinbringe. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier so zwei Magnete eingelassen. Hier die Gegenstücke hingeklebt, hingeschraubt. Und jetzt probiere ich das einmal. Und wenn Sie jetzt die Magnete dann hier dran haften bleiben, nicht lachen. Ich wäre froh drüber, dann bräuchte ich sie da aus dem Holz nämlich nicht rausprobeln. Weil die müssen nämlich noch mit Holzleim eingeklebt werden und klack, jo. Das Ganze hält. Ja. Mal den ersten Magneten, der hält schon gar nicht in seiner Plastikhülle. Ja, da pumpe ich die Magneten raus, klebe die rein und ja, morgen soll dann der Kleber fest sein und dann sehen wir weiter. Aber passt so doch schon mal ganz gut. Kann man ja noch mit den anderen Magneten ausprobieren. Wenn es nicht aus seiner Hülle rausfällt. Ja, geh jetzt hier rein. Klack, dran ist es. Hält soweit ganz gut. Hier vorne werde ich vielleicht noch was unterlegen, unterkleben und gut ist. Aber soweit gefällt mir das mal ganz gut. Ja, da mache ich noch irgendwas hin. Eine Kleinigkeit, dass das da auch sauber aufliegt und gut ist. Ja, dann haben wir das Thema vorne dran durch. Jo, beidseitig hier vorne jetzt auch noch so kleine Holznopsel zugesägt und vorgebohrt, mit Kleber festgeklebt, damit die dann halten, wenn ich die festschraube, weil dazu muss ich dann hier den Rahmen rausnehmen, dass ich von vorne Platz habe zum Schrauben. Hier eben die rechte Seite, hier die linke Seite und ja, dann werden wir mit dem Arbeitsschrittbrett bis auf die vier Schrauben reinjagen, auch schon soweit fertig. Tja Leute, das war's dann schon mit der Runde der Brettsache. Das Brett ist zugeschnitten, ja, wie gesagt, morgen noch die vier Schräubchen schnell reindonnern und dann geht's weiter mit den
Tini, Tinsi, ach, mit dem Controller-Ding da halt für die RGB-Beleuchtung. Die da, da unten. Da kommen dann die Streifen rein, der Controller, USB-Kabel, ja, und wird halt angeschlossen und verkabelt. Ja, ich hoffe, dass ich das dann richtig mache. Ich werde hier in die Ecke plus 5 Volt legen und hier, ja, um einfach sicher zu gehen, dass das ja, komplett gut versorgt ist. Ja, den Streifen muss ich schneiden und da muss ich dann auch noch ein Kabel anlöten. Furchtbar. Ich hasse es. Naja, egal. Das erwartet euch dann in der nächsten Folge. Ich mache jetzt Feierabend. Wir haben es schon wieder kurz nach 10. Ich habe einfach keinen Bock mehr jetzt. Und vielleicht tue ich ja jetzt auch noch das Video bearbeiten, dass ihr wieder was zum Gucken habt. Schauen wir mal. Tschaikowski.